Freunde, hier habe ich was sehr, sehr Wertvolles in der Hand. Und Vertriebsoffensive, ihr wisst, ich bin ja alles schon seit einem Jahr mit dabei. Habe auch bei mir schon sehr, sehr viel verändert, was ich hoffe, dass du auch schon mitbekommen hast. Und jetzt hätte ich da auch spannende Fragen. Und zwar mein Publikum weiß ja nicht so richtig, was tue ich denn da eigentlich? Und ich glaube, am besten ist, wenn du mal erklärst, was man eigentlich auf einer Vertriebsoffensive alles erleben kann, was man mitnehmen kann. Also es sind jetzt zwei Fragen. Das eine Ja. ist, was macht Andreas auf der Vertriebsoffensive? Es sind 2 Tage in der Regel in einer fensterlosen Halle. Es ist eine grandiose Show. Es sind mehrere tausend Menschen. Es gibt Content als Druckbetankung. Und damit die Teilnehmer das wirklich auch alles aufnehmen können, machen wir das so, dass wir in jedem Vortragsblock einmal den Andreas holen. Und der Andreas immer dann, wenn die Energiekurve sich so absenkt, so gerade nach dem Mittagessen, wenn alle in Suppenkoma fallen, dann kommt Andreas und dann holt er sie alle wieder hoch, damit sie wieder aufnahmefähig sind für das, was dann an Informationen kommt. So, das ist dein Job. Und es gibt da unterschiedliche Varianten. Es gibt die Variante, wo man durchaus mal ein bisschen transpiriert. Und es gibt die Variante, wo man sich maximal konzentrieren muss. Die kognitiven Übungen, das ist sehr, sehr cool. Und das passt dann immer genau. An manchen Stellen gibt es halt die Sachen, die ein bisschen anstrengender sind, wo durchaus für Untrainierte am nächsten Tag die Muskelkater Ja. Eine Wahrscheinlichkeit hoch ist. Und dann gibt es eben genau die anderen Elemente, wo es nur um das Kognitive geht, damit du nachher hier oben die Hirnhälften wieder ordentlich verknüpfst. So, das war die erste Frage. Die zweite Frage ist, was gibt es denn da? Deinen Kanal werden nicht nur Verkäufer schauen. Nee. Und früher war die Vertriebsoffensive nur für Verkäufer ausgelegt, nur für Profiverkäufer. Weil verkaufen muss jeder. Ob du Personal Trainings anbietest, ob du Ernährungsberatung anbietest, ob du irgendwelche Kurse anbietest, bei aller Liebe, du musst es auch verkaufen können. Wenn du Angestellter bist, dann willst du eine Gehaltserhöhung, das musst du verkaufen. Wenn du einen neuen Job haben willst, das musst du verkaufen. Wenn du Single bist, du musst dich verkaufen. So. Und das machen wir da. Wie verkaufst du dich besser? Aber du nimmst auch mit, wie führst du ein erfolgreicheres Leben? Es gibt einfach ein paar Grundregeln zum Thema Umfeld, zum Thema Durchschnittlichkeit, zum Thema, wie denken erfolgreiche Menschen. Und das gibt es dort. Verkaufs-Know-how, Online-Marketing, dann haben wir das ganze Thema Mindset und du lernst sehr, sehr coole Leute kennen. Die Menschen, die da hinkommen, sind besonders. Das wirst du sehen, wenn du selber da hinkommst. Die kommen freiwillig, die kommen am Wochenende. Die Stimmung ist der Hammer. Also nimmst extrem viel positive Energie mit und die Motivation trägt dich wirklich über Wochen. Über Wochen. Und es wird das erste Seminar sein, wo du wirklich nachher ins Handeln kommst. Wenn du vorher mal sagst, ja, ich war auf Seminaren, aber die haben mich nicht weitergebracht, hey, das wird das erste sein, was dich wirklich ins Handeln bringt. Ja, du hast gerade eben, also hängen wir gleich mal ein wichtiges Learning in dieser Jahr, in diesem Jahr rein. Tatsächlich ist es so, dass das Thema Verkaufen in vielen Köpfen so verankert ist. Oh, der will mir was verkaufen. So, und du hast einen Satz gesagt und der ist bei mir extrem hängen geblieben. Wenn du ein wertvolles Produkt hast, dann musst du das verkaufen, weil du hilfst anderen Menschen, ihre Probleme zu lösen. Und das hat bei mir so geklingelt. Das klingelt jeden Tag, jeden Morgen, immer wenn ein Kunde vor mir sitzt, weil sonst hat man so diese Zurückhaltung, ja, ich darf ihm jetzt nichts verkaufen, weil sonst findet er das vielleicht irgendwie aufdringlich. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, sondern du musst ihm verkaufen. Und das war für mich das allerwichtigste Learning. Deswegen, Dirk, herzlichen Dank dafür, weil allein das schon war sehr, sehr wertvoll. Und jetzt habe ich noch für euch hier diese Teile. Schaut es euch nochmal an. Wenn ihr jetzt unten in den Bemerkungen einmal draufklickt, dann könnt ihr einmal den Dirk live erleben und ihr könnt mich live erleben. Und ich kann euch garantieren, das wird ein geniales Erlebnis.